Hallo und willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Diesmal geht es um diesen Hochdruckreiniger. Der Hochdruckreiniger ist für Mods gedacht, die entsprechend dreckig werden können. Es gibt ja sogenannte waschbare Mods, ne? Und ja, da kann man also mit dem Hochdruckreiniger von Kärcher dieses dreckige Gerät da hinten mal versuchen jetzt sauber zu machen. Das ist übrigens ein Mod, den werde ich in der nächsten oder übernächsten Vorstellung auch mal zeigen. Geliefert wird er auf einer Palette, kostet, Moment, 650 Euro und 15 Euro am Tag. Aktionsradius 15 Meter. Na, da sind wir mal gespannt und werden das einfach mal einschalten über die Taste B. Und schon haben wir hier wie bei Need for Speed wie bei einem Ego-Shooter, ja genau, ich war gerade im falschen Spiel. Hier so eine Waffe, also die Lanze, mit der wir dann reinigen. Mit der linken Taste aktivieren wir das. Und jetzt gucken wir mal, ob das so hinhaut. Ob das wieder sauber wird. Also, es ist irgendwie komisch. Oder täuscht mich das jetzt? Ich müsste das mal... Ah ja, wenn man da also ein bisschen länger drauf hält. Das ist jetzt kurios, ich halte ihn an eine Stelle und der komplette Traktor wird sauber. Ist also auch sehr merkwürdig. Ich dachte, man müsste den so richtig schön abspritzen, aber... Nö. Also der komplette Traktor wird sauber, wenn wir an eine Stelle spritzen. Das ist also schon mal ein sehr effektiver Hochdruckreiniger, da braucht man gar nicht groß drum rumlaufen. Denn auf der Rückseite haben wir noch gar nichts gemacht. Und sieh einer an, selbst die Rückseite ist sauber. Ist also sehr interessant, aber ist ein sehr schöner Mod, weil es ist ja auch realistisch, wenn man auf dem Acker arbeitet, dann werden die Geräte natürlich dreckig, ja, und das kann man also hier mit dem Kärcher ja wunderbar machen. Der kommt auf einer Euro-Palette, da gibt es vielleicht sogar dann später noch die 7,50 Euro Pfand wieder zurück und wir können das irgendwo auf dem Bauernhof platzieren, so eine Art Waschanlage dahin bauen und dann die Mods, die dreckig sind, können wir dementsprechend damit reinigen. Wie gesagt, wir haben also nur die Funktion einschalten und reinigen. Geht relativ einfach, geht relativ schnell. Die Textur finde ich auch ganz cool mit dem blauen Wasserstrahl. Ansonsten, ich weiß nicht, ob hier vorne auf der Anzeige, ob sich da was tut, wenn wir den einschalten. Wir gucken mal. Nee. Da tut sich also nichts. Den selber können wir auch nicht sauber machen. Gut, also das ist fest, aber insgesamt finde ich, ist es eine tolle Mod. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Den gibt es sogar kostenlos auf der Homepage vom Landwirtschaftssimulator. Wünsche euch viel Spaß mit dem Mod. Also mir gefällt er ganz gut. Und wie gesagt, wenn die Sachen dreckig werden, kann man sie schön wieder sauber machen damit. Klappt also wunderbar, kann ich nur empfehlen. Dann freue ich mich auf die nächste Mod-Vorstellung, wenn ihr wieder einschaltet. Und da stelle ich dann mal wieder ein praktisches Landgerät zur Verfügung, was ich euch erkläre. Und dann freut es mich, wenn ihr auch wieder einschaltet. Ansonsten bedanke ich mich wie immer für alle Daumen, für alle Kommentare. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, kein Let's Play, keine Mod-Vorstellung, kein Special, dann abonniert mich einfach. Und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen und Servus und Tschüss.